Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Vor kurzem richteten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland mit einem Appell an die Bundesregierung. In diesem Appell fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Bundesregierung ein hohes Engagement beim Schutz der Artenvielfalt. Wir sprechen heute mit Professor Clement Tockner. Professor Tockner ist Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und der Initiator dieses Appells an die Bundesregierung. Wir wollen mehr darüber erfahren, wie es zu diesem Appell kam, und möchten Herr Tockner außerdem einige Fragen zum Thema Biodiversität und zum Verständnis stellen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schauen. Ja, Herr Tockner, erstmal möchte ich mich nochmal recht herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken. Schönen guten Morgen. Und dann geht's auch direkt los. Meine erste Frage an Sie für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer: Würden Sie sich bitte einmal kurz vorstellen, die Arbeit, die Sie tun und die Arbeit, die die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung tut? Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Clement Tockner. Ich bin Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Persönlich bin ich Gewässerökologe und arbeite seit 20 Jahren in diesem Bereich. Die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung ist die größte Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft mit 7 Instituten an 11 Standorten in 7 Bundesländern. Und wir erforschen die Rolle der Natur und des Menschen auf unserem Planeten. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt interessiert uns natürlich, wie kam es dazu, dass Sie sich an die Bundesregierung richten, wieso zu diesem Zeitpunkt und wie haben Sie das geschafft, die Leute zusammenzukriegen, damit das auch eine gewisse Aussagekraft hat? Der Weltnaturgipfel wurde jetzt mehrmals verschoben und er darf nicht noch einmal verschoben werden. Je länger wir warten, was unseren Planeten betrifft, desto schwieriger wird es gegenzusteuern, desto teurer wird es, um Lösungen zu finden für eine nachhaltige Erde. Deswegen ist der große Appell, dass dieser Weltnaturgipfel jetzt stattfinden muss, entweder in Kunming in China oder eben an einem anderen Ort, weil wir eben keine Zeit haben. Und dieser Weltnaturgipfel darf nicht scheitern. Wir haben ganz wenig Zeit. Es geht darum, welchen Planeten wir unseren Kindern und Enkelkindern übergeben wollen. Und deswegen haben wir uns als die drei großen Naturkundemuseen in Deutschland zusammengesetzt und einen Appell entworfen. Ein Appell, der von der Wissenschaft kommt und sich an die Gesellschaft und an die Politik richtet. Es haben bislang 1400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ganz Deutschland diese Berliner Erklärung unterschrieben. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Und wir stehen ja auch unzweifelhaft in einer desaströsen Situation, was die Entwicklung der Artenvielfalt auf dem Planeten und auch die des Klimas angeht. Nun interessiert uns, was genau beinhaltet dieser Appell? Was sind Ihre konkreten Forderungen an die Bundesregierung? Vielleicht auch im Hinblick auf die im August geplante Artenschutzkonferenz in Kunming. Ich meine, Sie haben es schon erwähnt, also die Klimakrise und die Biodiversitätskrise müssen gemeinsam betrachtet werden. Das ist eine Zwillingskrise. Und wir müssen mehr Natur wagen, wir müssen mit der Natur arbeiten und nicht gegen die Natur, um diese beiden Krisen gemeinsam meistern zu können. Das heißt, der Appell ist, dass wir mit sogenannten naturbasierten Lösungen, die diese beiden Krisen bewältigen, versuchen, mehr Natur wagen. Das heißt, durch die Natur inspiriert, Lösungen zu suchen. Es geht darum, die Ziele des Weltnaturgipfels, die gesetzt werden, auch dann wirklich umzusetzen. Das eine ist das 30x30-Ziel, dass 30% der Erdoberfläche unter Schutz gestellt werden, dass 20% der stark veränderten Systeme renaturiert werden. Und es geht darum, auch einen Ausgleich zu finden
zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Wir müssen uns vorstellen, dass wir als globaler Norden einen hohen Beitrag leisten müssen, um diese Vielfalt, diese biologische Vielfalt im globalen Süden, von der wir alle profitieren, auch langfristig sichern zu können. Ja. Nun, jetzt als globaler Norden, da gehört ja Deutschland nun auch dazu. Und in diesem Appell sticht hervor, dass Sie Deutschland auch in einer Führungsrolle sehen, was das Engagement gegen den Verlust von Biodiversität angeht. Warum Deutschland? Was hat Deutschland für Möglichkeiten, da vielleicht Einfluss zu üben und daran zu arbeiten? In Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Insofern hat natürlich Deutschland eine große ökonomische Verantwortung auch. Wir haben derzeit den Vorsitz im G7-Gipfel. Das heißt, wir können hier auch massiv Einfluss nehmen. Und drittens ist natürlich auch Deutschland hat eine sehr starke Wissenschaft, hat eine sehr stark ausgeprägte Demokratie und ein sehr starkes globales Verantwortungsbewusstsein. Das heißt, es kommt Deutschland hier eine ganz klare Führungs- und Verantwortungsrolle zu. Verstehe. Dann würde ich Ihnen jetzt ganz gerne noch ein paar Fragen zur Biodiversität allgemein stellen. Man hört das ja so oft, Wörter wie Klimawandel. Biodiversität sind mittlerweile ja, Gott sei Dank, auch allgegenwärtig in den Medien. Vielleicht viele können sich darunter nicht ganz so genau etwas vorstellen. Das sind Wörter, die werden immer wieder in den Raum geworfen, aber wir wollen versuchen, mit Ihnen, der Sie sich ja sehr gut auskennen, auch als Ökosystemwissenschaftler, wollen wir auch mal einfach ein bisschen über das Thema Biodiversität reden. Was bedeutet denn Biodiversität? Warum ist Biodiversität so wichtig und so schützenswert? Biodiversität oder biologische Vielfalt ist die Vielfalt des Lebens. Darunter versteht man die Vielfalt an Arten, die Vielfalt an Genvariationen und die Vielfalt an Lebensräumen. Man muss sich vorstellen, in dieser Vielfalt stecken die Informationen und das Wissen von 3,5 Milliarden Jahren natürlicher Evolution. Das sind die Bibliotheken der Natur. Das ist das Wissen unseres Planeten. Und davon hängen wir alle ab. Einerseits schützt diese biologische Vielfalt uns Menschen. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Sie einen Mischwald hernehmen, dann kann ein Mischwald 200 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern. Eine Monokultur nur 60 Liter, den Acker nur 20 Liter. Das heißt, ein vielfältiger Wald hat eine ganz große Bedeutung, um eben uns Menschen etwa gegenüber Naturkatastrophen wie Hochwasser zu schützen. Aber ein natürlicher Wald speichert auch mehr Kohlenstoff. Ein natürlicher Wald hat einen höheren Erholungswert und ein natürlicher Wald beinhaltet natürlich auch viel mehr Vogelarten, etwa als eine Monokultur. Das heißt, Vielfalt schützt. Das Zweite ist, Vielfalt sichert unsere Lebensgrundlage. Die Ernährung, der Fischfang, die Getreideernten hängen alle davon ab, wie vielfältig unsere Natur ist, wie viele Genvariationen wir zum Beispiel bei Getreide haben. Das sichert unsere eigene Ernährung, unsere eigene Zukunft. Und drittens hat biologische Vielfalt natürlich auch einen Wert an sich, einen spirituellen Wert, einen ästhetischen Wert für uns Menschen und für die Natur. Und der Rückgang der biologischen Vielfalt ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, vor der wir als Menschheit stehen. Aus zwei Gründen. Erstens, einmal verloren ist zumeist für immer verloren. Und zweitens, wir wissen nicht, was ein 10, 20 oder 40-prozentiger Rückgang dieser biologischen Vielfalt, dieser Bibliotheken der Natur, mittel- und langfristig für den Planeten und für uns Menschen bedeuten. Das heißt, dieser Verlust ist unwiederbringlich und dieser Verlust hat massive langfristige Auswirkungen auf unser eigenes Überleben. Vielen Dank für diese deutliche Antwort. Ja, Auswirkungen, die wir vielleicht noch nicht so genau einschätzen können.
Es gibt Modelle, die diese Auswirkungen errechnen. Andersrum, es gibt keine Modelle, die uns Beweise liefern dafür, wie schnell passiert das mit dem Artenverlust und in welchen Dimensionen passiert das überhaupt. Das sind ja auch irgendwo Messungen, über die das alles läuft. Meine Frage an Sie, Herr Tockner, wie funktioniert das? Wie kann man den Artenverlust nachverfolgen? Wie bekommen Sie die Beweise dafür, dass wir heutzutage in einer schwierigen Situation sind? Zum Beispiel in unseren Sammlungen. Also man muss sich vorstellen, die drei Naturkundemuseen beherbergen 100 Millionen Naturobjekte. Das sind die Archive der Natur. Also wir wissen, was vor 100, 150 Jahren vorhanden war und was wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten verloren haben. Der Rückgang oder die Aussterberate heutzutage ist etwa um das Hundertfache höher als die natürliche Aussterberate. Natürlich ändert sich die biologische Vielfalt kontinuierlich. Aber die Neubildung von Arten und der Verlust an Arten läuft normalerweise ungefähr in einem Gleichgewicht. Aber in dieser Geschwindigkeit, wie wir jetzt den Verlust und die Veränderung der biologischen Vielfalt sehen, hat es in dieser Form in den letzten 40, 50 Millionen Jahren nicht gegeben. Wir hatten fünf Aussterbeereignisse, die natürlichen Ursprungs waren. Wir sind jetzt an der Kippe des sechsten Aussterbeereignisses, das eine Ursache hat, und das ist der Mensch. Langfristig müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Die Erde wird sich wieder erholen, das zeigen die letzten Aussterbeereignisse. In wenigen Millionen Jahren werden wir vielleicht wieder die gleiche Vielfalt haben, wie wir heute haben, vielleicht auch eine andere auf jeden Fall. Aber es ist auch klar, dass in allen diesen Ereignissen die dominante Art verschwunden ist. Das macht einem schon Sorgen und das wirft auch Fragen auf. Wenn Sie sagen, dass der Mensch jetzt dafür mehr oder weniger verantwortlich ist, nicht natürlich für das Artensterben generell, aber für diese rapide Entwicklung, die wir momentan haben. Wie machen wir als Menschen das denn? Wie sorgen wir dafür, dass die Biodiversität verloren geht? Was sind die Entschuldigung, noch mal zu spezifizieren, was sind die wichtigsten Treiber dieser Entwicklung? Der wichtigste Treiber für die Veränderung und für den Verlust der biologischen Vielfalt ist die Veränderung unserer Landnutzung. Für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft. Also wir verändern unseren Planeten in einem unglaublichen Maße. Durch eben Verbauung, durch Umwandlung von Regenwäldern in Plantagen etc. Der zweite wesentliche Grund ist die Verschmutzung. Man muss sich vorstellen, dass wir heutzutage 350.000 unterschiedliche synthetische Chemikalien in unsere Umwelt entlassen. Von Mikroplastik angefangen bis hormonaktive Stoffe. Und das Dritte ist natürlich vermehrt die Erderwärmung, die Erderhitzung, die natürlich auch zu massiven Änderungen in der Zusammensetzung der biologischen Vielfalt führt. Und die biologische Vielfalt, diese Arten können sich nicht in dieser Geschwindigkeit anpassen an diese sehr raschen Veränderungen. Und ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, +2 oder +3 Grad auf diesem Planeten zu haben. Es ist ganz klar, dass dann Teile dieses Planeten nicht mehr bewohnbar sein werden. Ja, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, die auf uns zukommt. Und man hört das ja auch oft und man hört auch tatsächlich öfters, dass man als Mensch, beziehungsweise dass die Menschheit dafür verantwortlich ist. Und man fühlt sich auch vielleicht manchmal etwas schuldig und etwas ohnmächtig vor dieser riesengroßen Entwicklung, die man als einzelner Mensch, also nicht aufhalten kann, ja, so ist es nun mal. Als einzelner Mensch kann man das nicht tun. Was raten Sie denn den Menschen im Umgang mit dieser Thematik? Was kann man vielleicht vor diesem ganzen Debakel, vor dem viele Leute stehen, wie kann man sich dem annähern? Wie kann man vielleicht als einzelner Mensch damit umgehen? Was kann man vielleicht auch als einzelner Mensch dafür tun?
Ich glaube, was wir benötigen ist, um eben gegenzusteuern, um eben einen Ausweg zu finden. Wir benötigen eine Kombination aus bestverfügbarem Wissen, aus großem gesellschaftlichen Engagement und aus politischem Mut. Wissen mal Engagement mal Mut, ist die Formel für die Lösung. Und dann kommen wir zurück, was kann jeder Einzelne machen? Und ich glaube, wir brauchen eine fundamentale Transformation in unserem gesellschaftlichen System. Und das beginnt eben, wie wir mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen. Ernährung spielt eine ganz zentrale Rolle, eine Veränderung der Ernährung, eine Veränderung in der Mobilität. Wir diskutieren alle jetzt über autonomes Fahren und Elektromobilität, aber wir reden nicht über ganz fundamentalen neuen Formen der Mobilität, die notwendig sind. Also es gibt eine Verantwortung, eine individuelle persönliche Verantwortung in unserem Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Und es gibt natürlich eine ganz große politische Verantwortung, hier wirklich massiv einfach Regeln und Entwicklungen zu unterstützen. Ich nehme hier ein Beispiel auch. Pro Jahr werden 67 Milliarden Euro in Subventionen gesteckt, die umweltschädlich sind. 90% dieser Subventionen haben klimaschädliche Auswirkungen. Das heißt, eine der ganz zentralen Veränderungen muss es sein, diese Subventionspolitik zu ändern. Öffentliche Mittel müssen so eingesetzt werden, dass sie dem Gemeinwohl zugutekommen, dass sie dem Schutz der Natur und dem Schutz des Klimas zugutekommen und insofern den nächsten Generationen. Weil wir müssen sehen, was wir machen eigentlich ist. Wir führen eine Art Kampf gegen unsere eigene Zukunft. Aber es ist ein unfairer Kampf, weil die Zukunft kann sich ja nicht wehren. Das heißt, wir leben im Moment zu Lasten und zu Kosten unserer Kinder und Enkelkinder. Und das ist natürlich etwas, da ist auch eine Art Generationenverantwortung dahinter. Und Sie haben auch vorher gefragt, wir wissen ja nicht genau, was die Auswirkungen sein werden auf unseren Planeten und schlussendlich auf unser eigenes Leben und Überleben. Und da kommt natürlich dieses Vorsorgeprinzip zu tragen auch. Der Staat hat die Aufgabe, vorsorglich zu handeln, um eben Schäden in der Zukunft für uns Menschen und unseren Planeten abzuwenden. Insofern ist es eine Kombination. Es ist nicht nur, dass wir jetzt die Verantwortung dem Individuum übertragen können, sondern es hat natürlich die Politik und der Staat eine ganz zentrale Rolle und es ist die Kombination eben zwischen individueller Verantwortung und der Verantwortung einer Politik, die mutig ist, die langfristig denkt und die auch wirkliche Pflöcke einschlägt. Vielen Dank. Herr Dockner, wenn Sie erwähnen, dass es ein Kampf gegen die Zukunft ist, gegen unsere eigene Zukunft, der gerade stattfindet, stellt sich natürlich die Frage, können wir diesen Kampf noch gewinnen? Wo sind wir momentan? Sind wir an einem Punkt, wo wir mit viel Engagement, mit viel Bemühungen das Ruder noch rumreißen können? Wir können das Ruder noch rumreißen, ohne Zweifel. Es gibt auch keine Alternative, aber es wird immer schwieriger und es wird viel teurer werden, um dieses Ruder rumzureißen. Auch hier wieder das Beispiel, wir sehen diese Zunahmen an Extremereignissen, Extremwetterereignissen, Stürme, Hochwasser, Trockenheiten. Das Hochwasser im Ahrtal, eine dramatische Erfahrung. Fast 200 Menschen, die gestorben sind, 30 Milliarden Euro Schaden, ein einziges Hochwasser. Und die werden zunehmen. Und wir können hier nicht allein zum Beispiel durch technische Lösungen, die in Zug diese auf uns zukommenden Extremereignisse, ich beginne noch einmal kurz, Entschuldigung, wir werden nicht anhand von rein technischen Lösungen diese Zunahme an Extremereignissen bewältigen können. Hier braucht es eben dieses Zusammenwirken zwischen mit der Natur und auf der anderen Seite auch technische Lösungen zu finden, um den Menschen und die Natur zu schützen.
Renaturierung von Flussauen, den Flüssen mehr Raum zu geben, um ihre natürliche Rückhaltekapazität zu erhöhen, kommt sowohl dem Menschen zugute, als natürlich auch der Natur zugute. Und das sind Lösungen. Wir sprechen von sogenannten hybriden Lösungen. Eine Kombination von naturbasierten Lösungen und von technischen Lösungen. Und insofern besteht natürlich eine Hoffnung und eine Chance, dass wir gegensteuern können. Ich glaube auch, dass wir bereit sein müssen, die Mittel dafür aufzuwenden. Das haben wir jetzt in der Pandemie gezeigt, dass wir, wenn wir global handeln, in der Lage sind, so eine Krise zumindest einzudämmen, aber auch zu bewältigen. Aber im Vergleich zur Pandemie sind die Herausforderungen, die die Erderwärmung und der Verlust der biologischen Vielfalt darstellen, sind das viel, viel größere Krisen oder viel, viel größere Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und das ist eben nicht, sind nicht isolierte Krisen, sondern das sind Zwillingskrisen. Und der World Economic Forum hat im letzten Report festgestellt, dass die drei größten Herausforderungen für den Planeten und für die Menschheit sind das Nichterreichen des Pariser Klimaziels, die Zunahme an Wetterextremen, die wiederum mit der Erderhitzung zusammenhängen, und der Verlust an biologischer Vielfalt. Die drei größten Krisen sind Umweltkrisen. Und das sind Zwillingskrisen, es sind kombinierte Krisen. Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Vielen Dank, Professor Tockner. An der Stelle wäre dieses Interview auch vorbei. Und es waren wirklich sehr interessante Einblicke, die wir bekommen haben. Es waren interessante Einblicke. Man macht sich etwas Sorgen, aber sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben gehört, es brennt, wir sind in einer schwierigen Situation, es wird nicht einfacher werden, es gibt Lösungen, aber das ist kein Zustand, auf dem man sich ausruhen kann, sondern es gilt jetzt, sich zu engagieren und es gilt jetzt, sich stark zu machen für die Zukunft. Wenn Sie sich weiter für das Thema Biodiversität interessieren und wenn Sie gerne weitere Einblicke haben möchten, dann schalten Sie bald wieder ein auf TV Schwerin, denn wir werden auf Basis des Appells, der kürzlich von Professor Tockner und anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an die Bundesregierung gerichtet wurde, weiter tiefer in die Materie vorstoßen. Und wir werden auch versuchen zu erforschen, wie ist das in Schwerin, wie ist das hier in der Umgebung, wer engagiert sich lokal, welche Möglichkeiten, Lösungsansätze gibt es vielleicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es war interessant für Sie und wir sagen auf bald, wenn es wieder heißt Interview der Woche.